Der deutschen Linda W. droht im Irak die Todesstrafe. Die 16-Jährige war im vergangenen Jahr von ihrem Elternhaus im sächsischen Pulsnitz davongelaufen. Im Irak soll sie sich der Terrororganisation Islamischer Staat angeschlossen haben und Sittenwächterin gewesen sein. Irakische Truppen hatten das Mädchen bei der Rückeroberung Mosuls festgenommen. Derzeit sitzt Linda W. in Bagdad im Gefängnis, wie drei weitere deutsche Frauen und Mädchen. Auch sie sollen Anhängerinnen des IS sein. Ermittler des Bundeskriminalamtes aus Berlin haben die Gefangenen jetzt besucht und eine Woche lang vernommen. Sie erhoffen sich von ihnen wertvolle Informationen über das Dschihadisten-Netzwerk, auch darüber, ob Anschläge in Deutschland geplant sind. Insgesamt seien die Gespräche aber wenig ergiebig gewesen.